Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Geheimnisnacht. So, ich habe mal kurz ja schon mal erledigt. Ich habe den Junior hier dem Kaiser selbst unterstellt. Ich habe hier die Truppen. Hier die habe ich Marschbefehl gegeben, wobei ich nicht glaube, dass die rechtzeitig wieder da sind. Jetzt ist wieder mit der Kohle etwas besser. Die Tochter einen Enkel in die Welt gesetzt. Schön. Und sie haben nach ein paar Großpapa benannt. Ist doch nett. Was mir aufgefallen ist, wie ich hier nach denen geguckt habe, Talabekland führt hier einen eigenen Krieg gegen den da. Weil der Chaos-Anhänger ist dafür, den Heiligen Krieg, um die Grafschaft zu erobern. Das finde ich sehr nett, dass Zalabekland hier das Imperium auch selbstständig erweitert. Und die haben dieses Gebiet erobert. Sobald wir Frieden haben, werden wir gucken, dass wir ihnen das hier wegnehmen. Dann haben wir hier ein schönes Gebiet erschlossen. Weil wir mal genug Geld zusammenbekommen, besorgen wir hier für die Herzogin noch einen anständigen Titel als Großfürstin hier im Süden. Ja, wie gesagt, das habe ich dem unterstellt. Sonst habe ich nichts. Ah, ich habe mir überlegt, dass ich Dichtungsmarkt abgebe, weil ich habe jetzt ja wieder zu viele. Stimmt, ich hätte noch gucken können, wer eigentlich geeignet dafür ist. Ja, komm. Soll der, naja, Haus Flabant jetzt über bescheuerten Erden ersetzt, doch egal. Haus Garndorf jetzt auch bescheuert. Aber der taugt doch nichts. Ja, der ist gut. Da bist jetzt ein Grafen, der stieß mir direkt. So. Gut, die sind ja weg. Wenn ich gerade überlegen, dass wir den jetzt wieder nach Norden schicken. Noch steht ja noch den Chaoskrieg beenden. Das habt ihr fein gemacht. Auch erledigt, 100%. Gut. Dann schicken die jetzt nämlich auch nach Norden. Haben wir 46.000 Mann dort oben. Schicken die auch noch hin. Dann beenden das ganze Späßchen da oben zügig. Wobei die brauchen wir jetzt nicht mehr nach Norden schicken. Die können wir zurück und werden aufgelöst. Sehen wir mal, wie stark Talabekland ist. Die können 10.000 Mann allein stellen. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Sogar noch mehr, würde ich sagen. Warum habe ich jetzt wieder so viele Vasallen? Achso, wegen den Aufständigen. Ach, der steht dem jetzt direkt, oder was? Tatsächlich. Ja, nee, hier, der kriegt natürlich... Weil, was heißt eigentlich natürlich? Wem könnten wir das noch ablehnen? Weil die Wahrscheinlichkeit natürlich groß ist, dass dann die Sylvania mit der Stress anfängt, um die Grafschaft zu bekommen. Komm, das muss ja nicht sein.
30. Wen habe ich denn da noch als direkten Vasallen Blitzschein entbacken? So, warte mal, wir haben ja hier noch einen. Zehn Gold, nix. Wenn er mal richtig Geld gebracht hätte, hätte man drüber nachdenken können, aber so nicht. Jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken. Irgendwo habe ich jetzt einen 30. Vasall. Das da eigentlich. Die Liga von Stierhügel und da steht mir direkt. Ey, das hatte ich so gelassen, weil die ganz gern mal dazu neigen, die Ligen hier, die bürgerlichen, chaotisch zu werden und dann anfangen rumzustressen. Wobei, wir könnten über das Herzogtum nachdenken. Das gehört ja eigentlich zu. Ach so, stimmt. Ich wollte ja die Ostmark gründen. Die Ostmark, da wollte ich die Natascha ja da heben. Das Großfürstentum Kislev, was ich gründen wollte und den da einsetzen. Das ist Nordland, das ich irgendwann mal schaffen will. Da, was ist mit dem da? Achso, der steht schon mir direkt. Genau, Liga von Nullen wollte ich nämlich auch direkt unter Kontrolle halten. Ja, aber mir schließt sich dann trotzdem nicht, woher die ganzen Vasallen kommen. Das sind die Großfürsten. Das sind die Ligen und die Herzöge. Das sind die Inseln. Aber die zählen ja komischerweise nicht so richtig. Dann natürlich die Grafen, die mir direkt unterstehen, weil ich ja noch Herzog bin. Darüber können wir natürlich nachdenken. Dass man das Herzogtum abgibt. Würde ich jemand zu einem Herzog ernennen, aber das wird mir gar nichts bringen. Weil die einzige Grafschaft, die dem Herzogtum titular untersteht, ist ja die Grafschaft, die ich selbst halte. Ich könnte das Herzogtum vom Altdorf jemand anders unterstellen, der untersteht an mir, aber dann unterstehen mir nicht mehr vier Grafschaften. Von denen ja drei, nee, zwei Grafen sind. Ist das so bescheuert, dass man nur so wenig Vasallen haben darf? Aber eine gewisse Hausmacht muss man sich ja selbst halten. Gut, langfristig ist natürlich eine Lösung, wenn man ganz, ganz, ganz viel Geld nimmt, ganz, ganz viele Städte gründet, diese Städte ein bisschen ausbaut, sodass die Städte, dass der Kaiser sich letztlich auf die Städte stützt und die Aufgebote der Städte. Da kommt insgesamt, Kleinvieh macht auch Mist, irgendwann auch eine ordentliche Truppe zusammen. Und die zählen da, glaube ich, irgendwie nicht so richtig.
Aber ich denke wirklich, dass das eigentlich die schlauste Lösung wäre. Achso, das ist ein Abt, dem kann ich das nicht geben. Aber dass ich Graf Justin das Herzogtum übertrage. So, jetzt haben wir ein Herzogtum, das Herzogtum quasi ausgegliedert. Das hat er jetzt. Ah ja. Nehmen wir jetzt noch die Grafschaft weg, dem Sackgesicht. Also am neuen Herzogstitel, den müssen wir wieder loswerden. Der ist jetzt an den Hof gegangen von... Oh. Wo liegt denn Dorfmark? Ah, das ist ein Problem von denen. Darum kümmere ich mich, wenn ich das Gebiet erobert habe. Müssen wir mal ausbauen, ist ganz schön ärmlich. Da setzen wir jetzt erstmal wieder ein Vasall ein. Ja, du nicht. Du wirst verbrannt. Ja komm, setzen wir den als Graf ein. Das ist jetzt übrigens die Reichsgrafschaft. So ein winzig kleines Herzogtum, das kein Schwein eigentlich braucht, zum Mittenland gehört. Eigentlich denke ich, der ist schon mit Rumplage. Machen wir die zur Herzogin. Bei nehmen wir ihm zum Herzog. Das Herzogtum. Gehören der Stelle mit dem Mittenländer. Das macht den Bubach glücklich. So. Wenn ich wieder höre, dass es aus der Ecke Krach kommt. Ah, apropos. Sehr schön. Da oben ist der Aufstand ja auch vorbei. Die jetzt da auflösen.
Gott. Gott. Aber warte mal, der war doch aufständig. Ja, der hat schon wahrscheinlich mal reden lassen, oder? Der Vater ist abgetreten, genau. Gott. Ist auch ein guter Weg. Ah, das ist ja witzig. Die Talabek-Länder sind mit 2000 Mann selbstständig da oben reinmarschiert und hauen den an die Nuss. Ich frag mich aber, wo die riesige Armee von denen hingekommen ist. Wie ist ein Chaos-Gesindel? Na, egal. Wir holen uns jetzt zügig die Gebiete und marschieren dann nach Norden. Walzen alles platt. Das war hier die Horde, die hat mir so zu schaffen gemacht. Weil die anderen sind alle so kleine Scheißer vom Popo von Welt. Talabek-Land führt mehrere... Ah ne, warte mal, das ist das imperiale Talabek-Land, das sind die hier. Da müssen wir bei Gelegenheit auch mal den Krieg erklären. Die werden sich freuen, die Talle. Oh ne, halt, wie gesagt, das sind ja die anderen Talle. Das sind die. Ah, ich wäre so immer so verwirrt von unseren Talabek-Ländern, die feindlichen Talabek-Länder. Dann können wir die eigentlich nächste Krieg erklären. Wird noch dauern. Der hat sich gerade nach Wolfenburg zurückgezogen. Jetzt kommt mal Geld rum. Können wir vielleicht doch bald mal die nächste Stadt gründen. Doof an der Sache ist ja, wenn wir lassen die da, die sollen zu uns kommen. Weil wenn wir das Gebiet halten, das strittig ist, werden wir ja langfristig nach und nach Punkte bekommen, weil wir es halten. Die müssen uns ja raustreiben. Wenn wir jetzt an Norden marschieren mit so großen Armeen, reiben die sich an der Landschaft auf. Wir erleiden wir viel zu hohe Verluste. Und wenn der tatsächlich noch irgendwo... Ach, guck an, da sind noch 16.000. Die kommen jetzt. Alter, wir warten ab. Kann ich, indem wir den Krieg erkläre. Kann ich jetzt nicht sehen. Das nächste ist, muss eh Westerland blute. Den haben wir ja gerade erst Talapheim abgenommen. Den hatten wir Mittenheim abgenommen. Müssen wir Westerland angreifen. Und im Süden müssen wir Krieg führen. Gegen die und gegen die. Oh. Und gegen die da. Also hier im Süden, das ist jetzt eigentlich so das nächste große Ziel. Norska wäre natürlich eine schöne Sache, wenn wir es da ausdehnen könnten, aber ich glaube, da würden wir unsere Kräfte extrem überstrapazieren.
Aber ich glaube, ich gründe tatsächlich eine Stadt hier in Seidewald, das ist ja eh leer. Diesen Büttel war auch ziemlich leer, gründen wir da auch noch eine Stadt. Es bietet sich nämlich an, diese, das ist ja am günstigsten, weil da sonst noch nichts ist. Und die sind relativ dicht bei uns im Zentrum. Was? Die Winde des Chaos sind schwach. Alter, ich habe gerade eine riesige Chaosrevolution niedergeschlagen und habe noch einen riesen Chaos hier im Norden an den Backen. Die Winde sind schwach. Alter. Was ein Flickenteppich da im Norden. Aber es ist gut so. Je mehr Flicken da sind, das heißt, desto verstreuter sind sie in ihrer Kraft. Und ich muss da nicht allzu viel befürchten. Deshalb müssen wir da auch wirklich reinhalten in den Norden und hier in den Süden. Immer dann, wenn sie geschwächt sind, draufhauen, damit wir stärker werden. Was ist denn da für eine Schlacht gewesen? Karl Franz, klassischer Name für imperiale Herrscher, ist in Ordnung. Wenn der überlebt ist, Siegfried, kriegen die zwei E-Städte. Am besten die frisch gegründeten. Das wird sich anbieten. Das hat ja toll geklappt. Kaum sind sie Chaos-Anhänger, fangen sie an zu plündern in der Nachbarschaft. Euch kriegen wir am Sack. Euch kriegen wir so hart am Sack, Leute. Was ist denn das? Warum marschiert ihr denn ab? Wo wollt ihr denn hin, ihr Nasen? Bringt das doch mal zu Ende. Ah, sie kommen. Es gibt so mal ein schönes großes Haut drauf. Das ist diese scheiß Tiermenschenhorde, die ja zu zahlenmäßig stark ist. Wer ist das? Der Herzog von Talapheim. Um dich kümmern wir uns gleich. Du kommst in den Knast. Aber erst will ich das hier im Norden beenden. Sehr schön. Nachthafen ist auch in Sylvania. Wenn wir noch Geld zusammenkriegen, gründen wir gleich noch eine Stadt. So, jetzt haben wir Fründe zu verteilen. Erstmal noch eine Stadt.
Die sind schon alle versorgt. Ja, dann können wir nichts geben, weil er nicht bei mir im Hof ist. Der will ja nicht kommen. Ach, was ist Socks. So. Dann gibt es halt irgendeiner von meinem Hof. Mach was draus. So, jetzt brauchen wir noch zwei Grafen. Wer will denn da freiwillig hoch? So, jetzt haben wir glaube ich schon einen Herzogtum an den Backen, oder? Nö. Sieh hier so ein erbärmliches Herzogtum. Wie unterstellen wir denn das dir? Zu was gehört denn das? Großfürstentum von Robsmania. Weiß nicht. So, jetzt wo wir Frieden haben, sollte eigentlich gleich die Nachricht kommen von meinem Feldmarschall, Marschall, der da unten die Orks wegputzen will. Deshalb dürfen wir jetzt noch keine Stadt gründen. So chaosverseuchte Leute. Ey. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal in den Süden wieder eilen. So lustig, was treiben die da? Sehr schön. Genau das meine ich. Oh, schön, wir sind Sylvania durch, alles sigmaritisch, keine Spuren mehr von den Vampiren. Schön, dann können wir das nämlich auch noch abgeben. Das ist eine schöne Provinz. Also bevor wir jetzt noch eine Stadt gründen, sollten wir uns wirklich überlegen, dass wir dieses Großfürstentum erschaffen. Was soll denn das nochmal kosten? Güfria.
An was mangelt es mir denn da? Ach, mangelt gar nichts. Ja, teuer. Können wir uns überlegen. Ich setze jetzt erstmal den nächsten Cut. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald.